Hallo, ich bin Joscha von Move36. Herzlich willkommen zu Radio 36, dem Podcast von Move36. Heute sogar mit Bewegtbild. Wir sind alle zu Hause und haben uns in froher Runde versammelt, um ein bisschen zu reden. Heute habe ich mir aus dem Redaktionsteam die Caro mit dabei geholt. Die wollte nämlich ein besonderes Projekt vorstellen. Und dieses Projekt wiederum stellen drei Leute vor, die sich jetzt erstmal selbst vorstellen können. Rudolf, fang doch du an. Hi, ich bin Rudolf Christoph Reit. Ich höre hauptsächlich auf Christoph. Ich bin hier Unternehmer in Fulda seit 6 Jahren aber seit 10 Jahren selbstständig. Ich bin vor 6 Jahren nach Fulda gezogen und ich führe hier ein kleines Familienunternehmen in der Reisebranche. Jawohl, dann schließe ich mich mal an. Ich bin der Johannes Ruppel, bei euch bei Move36 bekannt als der Jojo. Ich arbeite Fulda als Werbefotograf, bin auch, sage ich, seit Ausgabe 1 bei Move36 immer mal vertreten mit Bildern und ja, so viel zu mir. Ja, ich bin der Florian Kekulé, geboren in Fulda, aufgewachsen um Fulda rum und habe seit einem Jahr, mache ich mit einem Kumpel eine Marketingagentur und ja, das ist eigentlich so zu mir. Dann haben wir das schon mal hinter uns gebracht. Caro, warum haben wir uns denn heute hier versammelt? Genau, die aktuelle Lage zwingt uns ja dazu, ein wenig kreativ zu werden. Und die drei Jungs haben sich auf jeden Fall zusammengetan, um eine ganz tolle Idee vorzustellen. Und zwar nennt sich die Wir helfen den Kleinen. Und da würde ich gerne wissen, wie kam die Idee und warum gerade ihr drei? Und vor allen Dingen, was ist die Idee ganz kurz? Vielleicht sollten wir da zuerst drüber reden. Ja, ich glaube, da bin ich erstmal der Schlimme. Die Idee kam letztes Wochenende. Also wir sind sehr schnell und sehr agil gewesen in dem Aufeinanderziehen. Und ich habe ein paar Kumpels, die ich aus verschiedenen Bereichen kenne, weil ich mit ihnen schon zusammengearbeitet habe oder aber auch, weil ich gerne bei ihnen Kaffee trinke, angefunkt und gefragt, hey, hier, ich habe die Idee, habt ihr Bock mitzumachen? Und so hat sich relativ schnell so ein Kernteam von 4 Leuten gegründet und gefunden. Zum Beispiel Johannes kenne ich aus vorherigen Projekten als Fotografen. Heiko kenne ich, weil ich seit vielen Jahren bei ihm Kaffee trinke. Flo habe ich über das Projekt kennengelernt. Jo und Heiko und Flo arbeiten aber auch wieder zusammen. So ist das Team zustande gekommen und fertig. Die Idee dahinter ist, gar nicht mal so sehr, dass wir als die 4 den Kleinen helfen, sondern dass wir die Community ist. Also die alle draußen in Fulda, jeder einzelne Konsument, der mit seiner Kaufentscheidung jetzt eine Entscheidung darüber trifft, welches Unternehmen es in der Zukunft noch gibt. Denn die Kernidee soll sein, wir wollen, dass nach dieser ganzen Krise Fulda genauso aussieht, wie es jetzt aussieht. Das heißt, dass es all die Läden, die schön sind, die wir mögen, bei denen wir gerne hingehen, zu Besuch gehen, essen gehen und so weiter, dass wir die über die Krise rüberretten. Mhm. Und bei Entschuldigung, bei Heiko geht es wahrscheinlich um Heiko Reinholz, oder? Das habe ich ja ganz gerade. Genau. Ja. Genau. Ja. Genau, und wie ist die Resonanz jetzt auf das Projekt? Kam denn da schon was? Und wie läuft genau die Kommunikation zwischen Kunde und also Verkäufer? Letztendlich habe ich ja gehört, dass der Jojo die Bilder macht. Und wie ist das sozusagen von den Aufgaben, von der Aufgabenverteilung bei euch? Lass mich dann gerne ganz kurz nochmal einhängen. Und zwar, wir haben noch gar nicht geredet, was das Projekt überhaupt genau ist. Also es geht um die Webseite wirhelfendenklein.de. Und das ist, wenn ich es mal runterbrechen müsste, ein Online-Shop, wo jeder aus Fulda sagen kann, ich möchte bitte mitmachen und die Produkte verkaufen, die ich sonst im Laden verkaufe. Stimmt das? Genau, ja, wir haben jetzt angefangen mit, dass wir, bevor wir starten, wollten wir halt schon ein paar Produkte drin haben. Da haben wir bekannte Freunde oder auch von uns Kunden angesprochen, haben gesagt, habt ihr Lust auf sowas? Eure Läden sind jetzt zu, wenn ihr jetzt gerade kein Restaurant seid oder sowas. Habt ihr Lust, trotzdem die Möglichkeit zu bekommen, online was zu verkaufen? Weil jeder kennt es wahrscheinlich, ich brauche jetzt irgendwas, dann gehe ich halt zu Amazon, kaufe es, weil ich kann jetzt nicht runter in die Innenstadt laufen und zu irgendeinem Einzelhandel gehen, weil der geschlossen hat. Und so haben wir quasi ein kleines Kernteam schon mal reingeholt in die Gruppe, dass wir Produkte haben und diese vertreiben wir jetzt quasi
regional, beschränkt auf 30 Kilometer Lieferradius hier in Fulda. Genau, und vielleicht um auf deine andere Frage direkt zurückzukommen. Ja. Aufteilung ist im Moment so, dass die Einzelhändler sich bei uns melden können und dann mitmachen at wir-helfen-dem-kleinen.de. Wir brauchen dann einfach eine Übersicht, was ist das Produkt, eine Beschreibung, wenn Fotos vorhanden sind, können uns Fotos geschickt werden, wenn Fotos nicht vorhanden sind, müssen die Produkte eben zu Jojo gebracht werden und dann werden die Produkte bei Heiko Reinholz im Lager zur Verfügung gestellt und Heiko kümmert sich eben auch viermal in der Woche darum, die Produkte auch zum Kunden zu bringen. Das heißt, ab 30 Euro kann bestellt werden, bis 30 Kilometer um Fulda. Lieferung ist kostenlos vor die Tür, ohne dass man sich die Hand geben muss oder sich irgendwie groß treffen muss. Ja, genau, so ist der Prozess. Und genau. Ich kümmere mich eben um das Einpflegen der Produkte. Das heißt, ich gehe so ein bisschen in die Kommunikation mit den Teilnehmern. Und wenn ich das richtig gesehen habe, die Lieferung erfolgt ja nicht über die Post oder so, sondern ihr fahrt die Produkte selber aus, ne? Genau. Genau, soweit ich weiß, ist aktuell, da müsste man Heiko nochmal fragen. Heiko übernimmt auf jeden Fall das Ausfahren. Ich glaube auch, dass ein Teil der Einzelhändler selbst unterstützt und Autos zur Verfügung stellt und Personal zur Verfügung stellt. Das heißt, wir versuchen da gerade einfach so viel wie möglich von den Einzelhändlern auch noch Support zu bekommen, dass das alles reibungslos funktioniert. Und welche Firmen bzw. Einzelhändler habt ihr jetzt denn jetzt schon an Bord? Zum Beispiel? Was Lebensmittel angeht, haben wir vom Genusshoch 3, kennt man glaube ich, Mittagstisch im Löwe und andere Veranstaltungen. Lindengut, das ist ein Bio-Bauernhof, Kohlgrund bei Diershausen. Die haben zum Beispiel sowas wie Nudeln dabei. Dann haben wir, was es Einzelhandel angeht, zum Beispiel Loft 5, die Simone Döring mit Blumen. Also wirklich ein wilder Branchenmix, der sich jetzt natürlich noch erweitert. Also wir nehmen jetzt noch die Brille mit rein, die in der Bahnhofstraße ist, weil die auch geschlossen und sitzt auf ihren Sonnenbrillen, die man jetzt bei diesem Wetter eigentlich schön tragen könnte, wenn man raus dürfte oder wenn man raus darf man ja, aber ja, können wir jetzt schön zur Schau tragen und die pflegen wir auch ein. Und ansonsten wirklich haben uns jetzt schon einige Dienstleister angeschrieben. Wie bitte? Schmitz Delikatessen ist noch dabei. Genau, also insgesamt sind es ja 16 regionale Anbieter. Ich habe die Webseite gerade offen. Genusshof 3 haben wir drüber geredet, Burgendrinks, Landhaus Kehl, der Milchhofhügel, Anziehungskraft, das unten ist abgeschnitten, das kann ich nicht sehen, Live Barbecue, also sind schon einige, kann man auch auf der Webseite sofort schon angucken, wer alles dabei ist, ne? Genau. Und stetig wachsend. Wie viel möchtet ihr denn aufnehmen? Also ist das tatsächlich so, dass es begrenzt ist oder habt ihr da noch Kapazität? Also im Moment ist es so, dass wir das alles streng solidarisch handhaben. So viele wie dabei sind, je mehr dabei sind, desto besser ist es, desto mehr spricht es sich rum. Da auch ein ganz klares Statement, das ist kein Geschäftsmodell, was wir hier machen. Also wir wollen damit nicht Geld verdienen. Also es sprießen ja im Moment lokale Lieferservices wie Pilze aus dem Boden, die dann irgendwelche großen Provisionen nehmen und Ähnliches. All das haben wir hiermit nicht vor. Es geht hier wirklich um die Organisation der lokalen Communities und genau deshalb dann eben auch darum, dass dann auch wirklich vor Ort eingekauft wird. Denn wenn wir jetzt irgendwie anfangen würden, wie es zum Beispiel Leute in Koblenz machen, 10% Provisionen auf alles, was verkauft wird, zu nehmen oder sowas, das ist, denke ich, dem Gedanken, der dahinter steht, nicht zuträglich. Und wir leben im Moment davon, dass wir zusammenhalten. Warum sollte das dann also über diese Webseite anders laufen? Ist es dann komplett kostenlos oder müssen die Einzelhändler, sage ich mal, so einen Obolus wenigstens bezahlen, damit die Betriebskosten gedeckt werden? Also wir müssen ja nicht direkt drauf eingehen, aber... Ich umschreibe es mal. Wir machen jetzt gerade eine Testphase. Wir schauen mal, wie läuft das die Woche an. Wenn das natürlich jetzt zum Beispiel das Thema Auslieferung, wenn das in Dimensionen geht, wo der Heiko sagt, ich habe jetzt 4 Fahrer, die fahren den ganzen Tag rum, dann werden halt quasi die Spritkosten, Arbeitskosten anteilig auf diese Produkte umgerechnet, die dann halt, die wir gerade da rausfahren.
Bei den Fotos ist es so, da will ich von den Leuten eine Aufwandsentschädigung haben, wegen Stromkosten und sowas. Und weil letztendlich, wir bauen jetzt gerade diesen Shop, aber ich als Dienstleister habe im zweiten Step halt nichts davon erstmal. Ich weiß, das ist jetzt ein Projekt für die längere Zeit. Wir haben es auch darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall danach weitergeht, weil sowas gab es bisher nicht, so einen Online-Marktplatz. Aber jetzt aktuell werden ja auch noch bei einem kleinen selbstständigen Rechnung abgebucht und dann wenigstens ein bisschen kostendeckend arbeiten. Aber wir haben keine prozentuale Anteile. Das ist alles sehr solidarisch und soll sehr als Community dienen. Das heißt, Jojo möchte einfach 5 € für ein Foto, damit er so grob seine Kosten gedeckt hat. Für den Shop, für den Betrieb wollen wir gar nichts. Und Heiko möchte einfach, dass zumindest die Tankquittung bezahlt werden können. Das ist eigentlich gerade so der Plan. Und wenn man gerade betroffen ist und sich ja, anschließen möchte, dann sollen die sich einfach bei euch melden. Oder per E-Mail oder wie läuft das ab? Genau, also es ist eben die mitmachen@wirhelfendenkleinen.de. Das ist die E-Mail-Adresse, da kann sich jeder melden. Es kommt dann erstmal so ein bisschen Standardtext zurück, weil es sind jetzt schon einige Anfragen gekommen und es wird jetzt schon schwer mit der Manpower, die wir haben, einfach das zu handeln. Das heißt, wir brauchen einfach eine ziemlich genaue Übersicht eben der Produkte. Wir sind da auch echt auf die Hilfe oder auf den Support der Einzelhändler auch angewiesen. Wir können natürlich nicht aus irgendwelchen Screenshots dann Produktbeschreibungen abtippen und also wir brauchen da schon eine vernünftige Basis an Informationen, um eben so ein Produkt auch in den Shop zu bekommen. Und dann geht das eigentlich relativ flott. Okay, und habt ihr denn auch schon ja, erste Resonanz oder irgendwie merkt ihr schon, dass da schon was im Gange ist und viel verkauft wird? Könnt ihr das schon nach ein paar Tagen beziehungsweise nach einem Tag schon sagen? Man kann, glaube ich, so grob sagen, dass wir aktuell auf jeden Fall circa 15 Bestellungen bereits haben im Shop. Circa. Heigo wird dann morgen anfangen, das auch auszuliefern. Die Ausliefertage sind aktuell geplant: Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Das ist zumindest aktuell das Konzept. Je nachdem, wie das jetzt, welche Ausmaße das annimmt, müssen wir das dann noch einfach noch überdenken. 15 Bestellungen auf Facebook und Instagram wird es fleißig geteilt, was sehr schön ist, was auch schön wäre, wenn es weiterhin so passiert. Wir müssen jetzt natürlich einfach schauen, dass wir die Social Media Inhalte auch weiterhin produzieren können, neben dem Einstellen der Produkte, neben dem Machen der Fotos, neben der Kommunikation mit euch, neben der Kommunikation mit weiterer Presse. Und wir jonglieren gerade fleißig und versuchen einfach so schnell wie möglich dann auch weiterhin Pace aufzubauen. Und braucht ihr noch weiterhin Support? Also noch ein paar Leute, die zum Beispiel ausliefern oder braucht ihr Menschen, die euch unterstützen? Das ist eine gute Frage. Habe ich so noch gar nicht hinterfragt, weil im Moment schaffen wir es noch ganz gut. Aber es wird, wenn es so weitergeht, ein Punkt kommen, denke ich, wo wir es nicht mehr schaffen werden. Und dann wäre es eventuell super, wenn es Menschen geben würde, die die Produkte vielleicht uns helfen, ein bisschen können einzupflegen, die eventuell dann Produkte ausfahren können. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir das in einem gesonderten Aufruf dann einfach nochmal kommunizieren, wenn es soweit sein sollte, ja. Ja, also jetzt an der Im Stelle Moment ist schaffen wir es noch, ja. jetzt an der Stelle ist wahrscheinlich wichtiger, dass das Projekt an sich geteilt wird, dass mehr Leute aufmerksam werden, wenn man das supporten möchte. Und natürlich einkaufen hilft wahrscheinlich auch. Absolut, einkaufen ist der wichtigste Punkt. Einkaufen und teilen, ja, Sonst klappt es genau. nicht. Reichweite und einfach das kaufen, worauf man Lust hat, weil es ist ja nicht so, wir wollen ja keine Spenden. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Die Einzelhändler wollen ja einfach nur weiterhin ihre Produkte verkaufen und der Kunde oder der Interessent soll ja keine 50 € für nichts ausgeben, sondern er bekommt ja ein regionales Produkt. Es sind Eier, es sind Lebensmittel, es sind Nudeln, es ist Schinken, es ist ein Mittagstisch zum Teil. Von Genuss hoch 3 gibt es super leckeres Mittagessen. Wir durften teilweise auch natürlich die Sachen, die wir fotografiert haben, auch schon mal probieren. Das schmeckt alles hervorragend. Bekommt natürlich auch einen Gegenwert und man bekommt es kostenlos nach Hause. Also es soll ja kein Spendenaufruf sein. Und ist es sehr gastrolastig, also oder möchtet ihr alle Sparten bedienen und anbieten? Ich denke, da ist es vielleicht nicht schlecht, dass ich auch mal was dazu sage, weil wir haben ja tatsächlich von Brillenleuten bis hin zu meinem Unternehmen, wir sind ein Reiseunternehmen, sind spezialisiert auf
Kinder- und Jugendreisen, Klassenfahrten, solche Sachen. Wir können da jetzt natürlich erstmal im Shop nichts verkaufen. Wir arbeiten aber natürlich hinter den Kulissen an Konzepten, wie wir auch andere Service-Dienstleister, wie wir Leute, die, ich sag mal, Klamotten verkaufen oder Brillen oder Ähnliches, da auch noch mit integrieren können. Gastro war jetzt erstmal der einfachste Weg. Alle essen täglich. Wir haben gerade natürlich da über persönliche Kontakte, kennen wir auch viele. Das ist der erste Schritt. Wir haben aber da, wie gesagt, in der Zukunft vor, da auch Konzepte zu erarbeiten, dass da alle möglichen Branchen und Dienstleistungen auch mit vertreten sein können. Denn irgendwann wird es weitergehen und dann kann man vielleicht Gutscheine einlösen oder Ähnliches. Und das ist das, worauf wir gerade hinarbeiten. Also es wird ja definitiv eine langfristige Lösung, möchtet ja darauf aufbauen. Und ja, ist das nicht, kollidiert das nicht so ein bisschen mit den Online-Shops, die vielleicht dann schon bestehen? Oder weil jeder versucht ja so ein bisschen jetzt auf den Zug aufzuspringen, sich online zu erweitern? Oder ist es dann die einzige Möglichkeit, die Artikel dann von euch zu bekommen? Da ist es so, dass wir auch, wir hatten auch anfangs die Überlegung, dass wir wirklich erstmal nur den ganzen Betrieben zum Beispiel nur Produktfotos liefern, dass die sich online selbst aufstellen können. Dann haben wir aber mal ein bisschen gegoogelt, haben geguckt, okay, sehr viele Läden in Fulda findet man, die haben nicht mal eine Webseite, auch keinen Online-Shop. Und dann ist halt dieser Marktplatz entstanden. Und es gibt jetzt auch Teilnehmer, die aktuell bei der Situation auch ihren eigenen Shop pflegen und von uns, die haben bei ihrem eigenen Shop 20 Produkte drin, bei uns werden sie 3 reinpacken. So, dass man halt, es wird jetzt kein, wird keine natürlichen Umsätze dort gerettet werden, aber es ist halt so ein symbolisches Ding, okay, hallo, wir sind noch da, uns gibt's noch. Und wer dann trotzdem noch Lust hat, kann ja dann auf die anderen Shops ausweichen. Und auch in Zukunft ist es ja eher ein, ja, geben und nehmen, wenn man wirklich so einen Marktplatz nochmal hat, der nur alles auf einen Blick hat. Ja. Das hilft ja wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen Reichweite für den eigenen Online-Shop zu generieren, wenn man ein Sortimente bei euch drin hat. Wenn ihr sagt, okay, der Balsamico-Essig, der sieht super aus. Ich gucke mal, ob es von denen vielleicht noch was anderes gibt und gehe dann auf den richtigen Online-Shop. Aber es schafft natürlich auch Synergien jetzt in der Krise, ne? Also ich kann Brot bestellen und mir die passende Marmelade dazu. Und wenn ich Lust auf Eier habe, das kann ich alles im selben Shop bestellen. Muss nicht 3 verschiedene Shops haben und das schafft natürlich für alle Beteiligten Synergien. Also sowohl für die Händler, die vielleicht so separat die Marmelade nicht verkauft hätten, aber natürlich auch für den Verbraucher, weil er halt alles an einem Platz bekommt. Und im Moment, da müssen wir ganz ehrlich sein, haben wir kein Geschäftsmodell oder irgendwie ein Businessmodell für nach der Krise. Im Moment geht es erstmal dazu, sichtbar zu bleiben. Zu zeigen, hey, wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern wir machen was, weil es wird im Moment sehr, sehr viel diskutiert in der Politik. Viele Hilfen, die angekündigt sind, sind für uns Unternehmer so im Moment noch gar nicht verfügbar. Und um da mal ganz, ganz kurz über das Thema Kurzarbeitsgeld zum Beispiel zu sprechen, die Stellen, die das bearbeiten, sind heillos überlastet. Wenn man die anschreibt, kriegt man eine E-Mail zurück, wo drin steht, hör auf, mir Fragen zu stellen. Wortwörtlich, so, ich kann hier nicht mehr. Das ist die Realität für uns als Unternehmer und die Geschäfte sind zu, wir haben keine Mittel, irgendwie nach draußen zu kommunizieren und so weiter. Und da ist ganz klar der Solidargedanke dahinter. Wir wollen gemeinsam agieren, wir wollen gemeinsam handeln, wir treten uns nicht gegenseitig auf die Füße, sondern wir sehen zu, dass das so bleibt, wie es ist und wir halt irgendwie operativ bleiben. Ne? Denn wir sind alle da, wir haben alle Existenzängste, wir haben alle Angst, jeder Einzelne, ob es ein Arbeitnehmer oder ein Unternehmer ist. Wir sind halt hier alle im gleichen Boot. Und bevor man jetzt halt rausgeht und sich seine Pommes bei Amazon bestellt, so salopp gesagt, kann man ja auch lokal gucken, was gibt es. Und die Idee dahinter war halt eben, wenn man einen Ort hat, an dem man sich das alles angucken kann, ist es besser, als wenn man sich das alles aus x verschiedenen Sachen machen muss. Aber auch Jojo und Flo haben es ja auch gerade angesprochen, die Problematik ist da natürlich auch, viele von denen, die dabei sind, sind ganz kleine Läden. Das sind wirklich 1, 2, 3 Mann-Betriebe. Die haben ganz häufig auch einfach nicht die technische Kompetenz dahinter, sich mal innerhalb von 3 Tagen oder so einen Shop aufzusetzen. Und das ist eins der Probleme, die wir damit halt lösen wollen.
War es denn ein großer Aufwand, diesen Shop überhaupt erstmal zu programmieren? Ich weiß nicht, ob das jemand von euch beruflich macht, wer auch immer den gebastelt hat. Und er ist ja jetzt auch relativ schnell an den Start gegangen. Ja, Flo. Ja. Ich kann mir das nicht komplett auf die eigene Fahne schreiben. Der Kai Hoffmann von Burgendrinks hat uns da tatkräftig unterstützt und wir konnten eben auch auf die vorhandene Infrastruktur von Heiko eben zurückgreifen, der eben einen Online-Shop hat. Die Versandprozesse laufen bei ihm. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Aber es war natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung in 5, 6, 7 Tagen, einfach die komplette Infrastruktur aufzubauen, sich Gedanken über ein Design zu machen. Auch nochmal danke an Chris Vogt an der Stelle, der uns da unterstützt hat, was Designarbeiten angeht. Social-Media-Kanäle zu erstellen, die Produkte reinzubringen, die Fotos zu machen. Jojo hat, glaube ich, 3 Tage lang 15 Stunden am Tag Produktfotos gemacht und parallel 8 Stunden Telefongespräche geführt und mit mir in WhatsApp-Videocalls abgehangen, um die Themen irgendwie an den Start zu bringen. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und es war auch gestern Abend eines der leckersten Biere für mich in den letzten Wochen, muss ich sagen, nachdem das mal live gegangen ist. Und wir haben gesehen, okay, es wird geteilt, es kommen Leute auf die Seite, es kommen Leute in den Laden. Es war, glaube ich, nach einer Viertelstunde war die erste Bestellung da und das ist dann auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und wir hoffen jetzt einfach, dass es noch ein bisschen weitergeht und dass einfach noch mehr davon mitbekommen und mehr auch verstehen, was da gerade passiert und was gerade in den Innenstädten passiert und was mit kleinen Läden auch einfach passiert, mit Einzelunternehmern, die gerade einfach eine Miete immer noch bezahlen müssen und haben 0 € Einkommen. Und selbst wenn es nur das ist, dass wir, wenn wenige bestellen und wir machen darauf einfach aufmerksam und die Leute machen sich Gedanken darüber, dass vielleicht in Zukunft wieder, wenn die Läden dann wieder aufmachen, vielleicht auch mal wieder mehr gewertschätzt wird, dass es diese Läden auch gibt. Ja, ein schönes Ding. Man sieht, Fulda hält zusammen. Das lässt sich ja an allen Ecken und Enden sehen, wenn man mal Facebook oder Instagram aufmacht. Schön, dass das funktioniert. Oh, ein Pop-up. Jemand muss reden. Ha. Caro, hast du noch Fragen? So, ja, nee, ich finde es wichtig und ja, ist auch sehr dringend, dass eben ein Statement gesetzt wird. Wichtig ist, dass auch einer anfängt, eins zu setzen. Es ist momentan, die aktuelle Lage ist ja so, dass es sehr einschüchternd ist und sich eigentlich jeder so ein bisschen zurückhält. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die einfach dieses Statement setzen. Chapeau an euch, an die Motivation, andere Menschen auch ein wenig zu ermuntern, dass es weitergeht, dass Fulda zusammenhält. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und und ich werde selbst auch in den nächsten Tagen beziehungsweise vielleicht heute sogar noch mal shoppen. Ich möchte natürlich auch an alle alle ermuntern und hinweisen, dass ihr mal auf die Seite geht, dass ihr mal drauf schaut, dass es wichtig ist, dass Fulda und die ganzen Einzelhändler, die kleinen Shops einfach nicht eingehen und dass wir mit allen Mitteln uns einfach unterstützen. Genau, also wir können es ja nochmal sagen, die Webseite heißt wir-helfen-den-kleinen.de. Social-Media-Kanäle habe ich jetzt gesehen, Instagram und Facebook. Gibt es da noch was wir vergessen haben? Aktuell nicht. Na, reicht ja auch. Und wer mitmachen reicht möchte auch. Und seine Produkte in den Shop bringen will, mitmachen at die Internetadresse. Ich rede das nicht nochmal mit den ganzen Minusen. Ich habe gerade parallel noch wir-helfen-den-kleinen.de geschossen zu dem Zeitpunkt, an dem der Podcast online geht, sollte das dann auch funktionieren mit der Weiterleitung, denn die Domain ist in der Tat sehr scheiße zu buchstabieren. Ja. Man kann es gut lesen, aber man kann es nicht gut aussprechen. Ja. Also jetzt auch wir-helfen-den-kleinen.de zusammengeschrieben. Toll, toll, toll. Und ich habe auch noch einen Benutzerwunsch von jemandem, der bei uns bestellt hat. Der hat uns erstmal auch schön gelobt, hat dann aber gesagt, wunderbar, dass der Gin vor die Tür geliefert wird, dass das Brot vor die Tür geliefert wird, aber wir brauchen jetzt bitte noch jemanden, der Bier braut.
Ja, das war auch das Erste, was mir eben aufgefallen ist, als ich durch den Shop gegangen bin. Ein paar Sachen sind interessant. Ich denke, ich werde auch was bestellen. Ich habe ja auch nur so eine billige Kaffeemaschine. Die gute steht auf der Arbeit. Das kann man ja hier mit diesen Kaffees jetzt. Du kannst auch eine ganze Kaffeemaschine bestellen, ne? Ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, die ist im Einzelhandelsbereich sind tatsächlich ganze Kaffeemaschinen da. Also du kannst wirklich losshoppen. Also Bier brauen. Ich kann einen Kollegen mal fragen, der hat, glaube ich, 15 Liter angesetzt, ob er da was abgibt in ein paar Tagen. Ja. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr alle da wart, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg für euren Shop, hoffen, dass noch weitere mit dazukommen und vor allen Dingen natürlich, dass das den Fuldaer Einzelhändlern und natürlich auch den Kunden, die da einkaufen, ein bisschen besser durch die Krise hält. Hilft. Ja. Vielen Dank. Okay, macht's schön gut Vielen, und vielen Dank auch. bleibt gesund. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.